Also mich reizt an den Bitköppen, dass ich lerne, wie ich besser mit Computern umgehe, weil die Digitalisierung ja immer wichtiger wird. Sonst ist man eher der Nutzer, der vor dem PC sitzt und die programmierten Sachen alle anwendet. Aber das Ganze jetzt aus einer ganz anderen Perspektive zu betrachten, ist auch sehr interessant. Ich mag das gerne, dieses Haptische. Also wenn man dann auch das sieht, wie man das, also wie man das eher bewegt, zum Beispiel wie halt das Auto in Bewegung gesetzt wird und nicht, wie man das denn nur auf dem Bildschirm hat, dass zum Beispiel die Webseite gezeigt wird. Mara und Tom sind schon von Anfang an mit dabei. Vor einem Jahr sind sie zu Bitköppen geworden. Der Schülercomputerclub für die IT von morgen, wie sich die Arbeitsgemeinschaft selbst bezeichnet. Das Projekt der IT-Lagune Stralsund möchte computeraffinen Jugendlichen die Möglichkeit bieten, ihre Interessen über den Informatikunterricht der Schule hinaus zu vertiefen. Durch unterschiedliche Kurse zu Software- und Webentwicklung, Robotik, Internet of Things oder IT-Sicherheit können die Schüler mit der Zeit auch eigene Projekte verfolgen. Im Eigentlichen ist in die Bitköppe so eine kleine nerdy Computer-AG, wo man so ein bisschen über den Tellerrand hinausguckt und andere Sachen erfährt und lernt, die man aus der Schule nicht unbedingt kennt. Und das Ganze halt auch immer so mit ein bisschen Spaßfaktor, mit dem Augenzwinkern, dass das Ganze ein bisschen attraktiv ist. Aber natürlich sind auch so ein, zwei Sachen dabei, wo man wirklich ein bisschen lernen muss, was dann einen leichten Schulcharakter bekommt. Ja, auch bei den Bitköppen gibt es Hausaufgaben. Programmieren lernt man immerhin nicht mit nur einer Stunde pro Woche. Das soll aber nicht abschrecken, im Gegenteil. Wer die Einführung zur Programmiersprache Java absolviert hat, lernt alle weiteren deutlich schneller und kann in den jeweiligen Interessengruppen durchstarten. Um das große Ganze, sage ich mal, jetzt vollumfänglich greifen zu können, so ein gutes halbes Jahr. Dann macht man wirklich mal handwerklich mit Löten, ein bisschen machen und tun. Dann hat man ein paar Programmiergrundkenntnisse erlebt. Dann wird man dann sehen, wie man die Minicomputer zusammenbaut und wie man die dann letztendlich auch mit ein bisschen Logik versieht, dass die auch dann was tun, dass sie gerade ausfahren können, irgendwas, die Leuchten anmachen, hupen können. In kaum einem anderen Berufsfeld auf dem Arbeitsmarkt sind die Zukunftsperspektiven aktuell so gut wie in der IT-Branche. Dem Branchenverband Bitkom zufolge stieg im Jahr 2019 die Zahl der unbesetzten Stellen für IT-Experten deutschlandweit auf einen Rekordwert von 124.000. Der Verband fordert flächendeckend Informatikunterricht an den Schulen und den Ausbau weiterer Bildungsangebote, auch weil der Schulunterricht oft nicht ausreicht. Initiativen wie die Bitköppe helfen, den Nachwuchs früh für eine Ausbildung oder Studium im IT-Bereich zu begeistern und helfen damit im besten Fall auch der Region. Bitköppe ist ja auch nochmal so ein Zurückschluss auf die Wirtschaft, dass auch die Kids die richtigen Ansprechpartner nachher aus der Wirtschaft kennenlernen, wo man dann potenziell Praktikas machen kann, Ausbildungsberuf machen kann und dass man vielleicht auch sogar hier in der Region bleiben kann. Das Projekt Bitköppe wird überwiegend vom Verein IT-Lagune finanziert. Ein Obolus von 20 Euro pro Monat müssen die Teilnehmer selbst tragen. Außerdem sollte ein eigener Laptop mitgebracht werden. Wer diese Anschaffung finanziell nicht stemmen kann, wird aber nicht ausgeschlossen. Im Moment arbeitet der Verein nämlich daran, die eigene technische Ausstattung aufzustocken. Die Reise ist natürlich ganz klar. Vielleicht auch dahingehend, dass man das vor Ort alles hat, dass die Kids nicht alles mitbringen müssen oder beziehungsweise ihre Notebooks selber nicht mitbringen müssen, dass man so eine gewisse technische Grundausstattung hat. Und dann auch, wenn wir so Robotikthemen in Angriff nehmen, dass man sagt, dass man bestimmte Bausätze einfach vor Ort hat und dann, dass man das so ein bisschen auch mehr finanzieren kann über die Wirtschaft und nicht die Kinder und quasi auch die Eltern so ein bisschen in die Pflicht nehmen muss, ihren Obolus dazu beizutragen. Freie Plätze gibt es bei den Bitköppen übrigens immer. Der Verein würde sich freuen, wenn das Projekt in der Region bei Schülerinnen und Schülern ab der 7. Klasse noch bekannter wird. Wer einen praktischen Einblick in die Tätigkeit rund um den Makerport bekommen möchte, sollte sich den 13. Dezember vormerken. Ab 14 Uhr können Schüler, Studenten und alle Interessierten sich rund um das Thema 3D-Druck informieren. Vorwissen ist dafür nicht erforderlich. Das gibt es schließlich zur Genüge vor Ort.